Altenheime sind besonders schwer zu schützen vor dem Coronavirus. Auch hier in Höchst im Odenwald ist eine Bewohnerin gestern auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Das sei ein schwerer Schlag für alle, sagt uns die Heimleiterin. Ich habe wirklich tolle Mitarbeiter. Jeder Einzelne, der ist bemüht und jeder Einzelne ist genauso wie ich schockiert über die Situation. Das Seniorenheim ist mit 30 Bewohnern relativ klein und genießt nach unseren Recherchen heute eine gute Reputation. Das Haus steht jetzt unter Quarantäne und ist im engen Kontakt mit Behörden. Das Gesundheitsamt will zweimal am Tag die Temperaturen wissen, will auch den Zustand der Bewohner wissen. Mehr können wir jetzt im Moment auch nicht tun, als nur für unsere Bewohner da zu sein. Insgesamt sind in der Zeit 5 hessischen Alten- und Pflegeheimen Corona-Fälle bekannt. Erkrankte Pfleger und Bewohner gibt es in Herborn, Treisa, Fulda, Niederaula und Höchst im Odenwald. Insgesamt 4 Pflegebedürftige sind bisher in 3 Orten verstorben. Allerdings muss teilweise noch geklärt werden, ob die Todesursache wirklich in allen Fällen das Virus ist. Der Pflegeverband VDK fordert, dass die Alten und Pflegebedürftigen in den Fokus genommen werden und kritisiert vor allem den Mangel an Schutzausrüstung. Die Situation trifft viele Menschen, die chronisch krank sind, um ein Vielfaches härter als andere. Das sind die Menschen, die davon ausgehen müssen, dass sie doch viel stärker betroffen sind, wenn sie erkranken. Wir haben in Hessen 260.000 Pflegebedürftigen, 75% davon leben zu Hause. Und da muss man die Heime genauso wie die ambulanten Pflegedienste jetzt massiv von staatlicher Seite unterstützen. Wie gesagt, ähnlich wie man das mit den Kliniken in den vergangenen Wochen gemacht hat. Der hessische Gesundheitsminister verspricht eine Verbesserung der Situation. Der Bedarf in den Kliniken ist naturgemäß der höchste. So viel ist auch klar, aber auch aus dieser Charge, die jetzt vergangenen Freitag kam, werden genauso die anderen, die ich nannte, und darunter ja auch die stationäre und die ambulante Altenpflege, partizipieren. Allerdings befürchten Politiker und Experten, dass es zu weiteren Toten in hessischen Pflegeheimen kommen wird.